Moin, ein Schnittchen, herzlich willkommen zum großen Preis von Malaysia. Das letzte Mal hatte ich ja, glaube ich, schon in der Quali gesagt, aber ja, so sieht's halt aus. Nächstes Jahr ist der Malaysia Grand Prix nicht mehr dabei. Wir sind aktuell Vierter, das wird ein ganz schön interessantes Rennen. Doch zunächst, bevor es darum geht, wir haben ein Motoren-Update dieses Mal. Ja, das habe ich gar nicht, habe ich vor komplett vergessen zu erwähnen. Und ich habe auch noch direkt wieder ein neues Motoren-Update investiert. Ja, einfach ist in den USA hoffentlich fertig. In 2 Wochen sozusagen und dann gucken wir mal. Ja, jetzt gucken wir uns die Rennstrategie an. Da hätten wir auch mit Rot starten können. Aber wir sind dadurch flexibel, das ist auch ganz angenehm. Kann man ja auch nicht riechen, da stand nach 45 Minuten Regen. Ne? Also, weiß nicht, wie man da das am besten macht. Aber wir können auf jeden Fall ein bisschen weniger Sprit fahren, weil dann können wir mager im Regen fahren. Machen wir mal so viel, dass ich dann trotzdem noch ein bisschen fett fahren kann. Ja. Das bleibt auf jeden Fall. Die kann ich auch eh nicht umändern. Ja. Und dann fahren wir jetzt, denke ich mal, so. Definitiv. Tja, scheiße. Ich war doch auf Rot gestartet. Aber kann man ja auch nicht riechen. Na, schon mal hier auf 7. So, dann Einführungsrunde. Das wäre natürlich gut, wenn ich an Bottas vorbeikomme direkt. Das wäre ganz angenehm. Muss man mal gucken, wie sich Vettel entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass Vettel einen guten Start kriegt. Ja, der will natürlich auch noch die WM gerne gewinnen. Das ist ja auch mein größtes Ziel, das ich noch erreichen können möchte. Deswegen halt auch letzte Mal. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare dazu geschrieben habt, dass ich da Vettel erst gesagt habe, okay, wenn ich Bottas die Punkte abnehmen kann, dann ist das okay. Sonst lasse ich dich vorbei, ja. Quasi so, wie man das eigentlich auch machen sollte, meiner Meinung nach, Team-Order-technisch. Und ich weiß gar nicht, ob die Team-Order eigentlich noch so erlaubt ist, wie ich das angeführt habe. Aber so finde ich es auf jeden Fall sehr vernünftig, was ich gemacht habe. Um noch Bottas zu kriegen, aber das habe ich halt nicht mehr geschafft. Und ja, mal schauen. Mal schauen, wie das jetzt läuft. Ja, jetzt langsam kann man, man kann sich das ja an den, wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, ja, vielen Dank nochmal dafür, ja, ich lese mir mal die Kommentare schön durch. Die werden jetzt gleich anfangen, ein bisschen zappeliger zu sein hier vorne, die Leute, weil sie halt warm machen, die Reifen. Das machen sie am Anfang ja gar nicht. Aber irgendwie macht er gar nichts. Von wegen irgendwie links, rechts fahren. Da, jetzt zappelt er ein bisschen. Okay, er hat ja nochmal schön gedriftet. Alter, ist das, der hat ja stehende Reifen. Wäre natürlich hart jetzt der Start für uns. Mit den, naja, voraussichtlich schlechten Reifen. Ich hoffe einfach, dass es mit dem Regen ein bisschen wartet. Aber leider wird dem wahrscheinlich nicht so sein. Die sind leider außen. Nervt auch nochmal ein bisschen. Ja, gucken wir mal. Beide Red Bull hinter uns. Die dürfen auf gar keinen Fall vorbeikommen. Die halten mich nur auf. Schlechter Start von Vettel. Ganz schlechter Start von Vettel. Neben mir ist noch einer. Wir haben uns berührt. Oh mein Gott. Ich hab doch nach... Zwischenfällen eingesetzt werden oder wenn die Fahrbedingungen zu gefährlich sind. Sobald ich hab doch rübergezogen, Dude. Ich hab doch rübergezogen, Mann. Okay. Neuer Start, neues Glück. So, jetzt passe ich halt auf und gehe nicht rüber, obwohl ich schon neben... Alter, drück mich schon wieder weg.
Ja, ich habe die Kollision verursacht, oder was? Am Arsch. Ach, der hat den Sta... Oh. Ups. Ja, was ein Graupenstart, Mann. Oh, oh. Vettel auch in harten Problemen. Genauso wie ich. Alter. Okay, das ist ganz schlecht gelaufen hier. Vettel wird jetzt auch noch überholt. Na, hier ist noch Chaos. Ne, Vettel wird doch nicht überholt, aber wird angegangen. Ja, das war jetzt Chaos, Mann. Aber direkt halt ausfallen ist halt scheiße. Das muss ich mir überlegen, ob ich das beim nächsten Jahr anders mache. Aber jetzt habe ich das so. Rumgurken habe ich auch keinen Bock. Aber gerade haben wir eher noch mehr Rumgurken als sonst was. Beide Mercedes jetzt komplett ahead. Haben wir uns den Frontflügel kaputt gemacht? Ich glaube nicht. Der sieht gut aus vorne. Jetzt müssen wir angreifen. Sofern ich das kann. Mit diesen gelben Reifen. Alter. Was ist denn hier los? Ja, okay. Das fahre ich jetzt trotzdem weiter. Ich hoffe, ihr überlebt das. Ja. Wo soll ich halt sonst hin, ne? Oh, ist das eine Seuche gerade. Okay, das wird jetzt lustig. Tja, da kann nicht mehr viel kommen von mir. Aber immer noch nicht den Frontflügel kaputt gehauen. Oh. Ricciardo und ich haben uns aber nichts getan, oder? Boah, ist das schlimm zu steuern hier gerade alles. Ja, Ricciardo hat Probleme. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Bring bitte dein Tempo. Wegen... Ricciardo. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ich muss jetzt ganz schnell vorbei. Zweiter ist das Ziel. Ich glaube, das kann ich jetzt begraben. Ja, ist so weit schon weg. Ne, kein... Oh Gott, da habe ich schon den ersten Tropfen gesehen, oder was? In der dritten Runde. Really? Der Regen wird nicht so bald aufhören. Starker Regen in 10 Minuten. Tja, nice! Apokat! Nicht mal an Alonso dran. Was ist denn da los? Kann nicht sein. Ich rutsch ohne Ende. Das ist jetzt schon schlimm.
Boah, ist das bitter. So, jetzt. Jetzt sind die NPCs auch langsamer. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Jetzt schon. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Verstanden, geht in Ordnung. Ich will jetzt schon an die Box. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Danke. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer: Van Dorn und Magnussen. Scheiß. Ja, Taktik ist komplett hinten, also komplett verkorkst. Aber irgendwie kriegen wir das jetzt schon durch. Tja, eine arme Sau bleibt draußen. Noch eine arme Sau bleibt draußen. Alter. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Ja, da muss ich warten. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aber es war ein guter Boxenstopp. Damit kommen wir auf jeden Fall an einigen vorbei. Unser Perez. Ja, noch ein. Und noch ein. Und ein paar haben wir. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Okay, wir sind 16. Jetzt ist natürlich hart, weil wir Trockensetup eigentlich haben. Die Softs haben 22 Runden hätten die gehalten. Deswegen werde ich einfach mal die erstmal einstellen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Aufholjagd. Alter. Der Ballast ist übel, Mann. Okay. Alonso ist draußen. Muss ich natürlich zurücklassen. Okay, alles wieder im Grün. Jetzt natürlich angenehm, wenn die alle ausfallen vor allem. Okay, Doppelüberholmanöver. Alter, Sainz kommt hier gerade mittendrin raus. Ja, moin. Das ist Vettel. Oh Gott. Was hat er denn für solchen Rennen gerade für Ferrari? Erst ich und jetzt Vettel noch am Arsch. Das war nicht gut. Und ist ja auch noch verbremst. Oh. Noch in den falschen Gang drin. Ja, ich weiß, dass du neben mir bist. Geh vorbei. Oh Gott! Bremst doch nicht ab!
Ein roter Pfeil. Mach keinen Quatsch. Ich verbrauche hier übrigens mehr Sprit gerade als alles andere. Mal sehr interessant zu sehen. Das von der besseren Motorenleistung liegt auch. Man weiß es nicht. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Also, na, Podest wird hart, wenn nichts Großes noch passiert. Aber erstmal hier da durchkämpfen, das wird noch spaßig. Jetzt hier mit Fettgemisch vorbei. So. Den haben wir jetzt. Platz 11. Fehler wieder weggemacht. Also einen zumindest. Der Fehler. Ich fahre erstaunlich gut auf diesem Trocken-Setup. Also von der Pace her. Es geht halt echt klar. Gar nicht so erwartet. Jetzt müssen wir aber noch an Ocon ran. Obwohl, ja, was heißt? Gut, ne? Also ich fahre halt gerade gegen die C-Platzierten. Muss man auch mal so sagen. Aber es ist sehr fehlerbelastend. Sehr anstrengendes Rennen, Alter. Hab ich aber auch selber eingebrockt. Zusätzlich noch. Dass ich so viel Sprit brauche. Der ist ja direkt vor uns. Nicht, dass da gleich hier wieder ein Unfall passiert oder so eine Scheiße. Läuft fest, hat man sich rausgedreht? Okay. Nächster raus. So kann man natürlich das auch einfach machen. Aber dann wäre Mercedes jetzt ganz gut noch. Quer ist echt langsam. Quer dreht sich vor uns. Oh. Ja, und erlaubt es Überholmanöver. Was soll ich denn machen? Komm, fahr! So Quatsch. Ja, noch eine Strafe kann ich mir auch nicht einfangen, ey. Da dreht der Vettel einfach mal schön den Sainz Quert weg. Ah ja. Stoffel van Dorn ist aus dem Rennen. Was ist denn hier los? Ey, das ist ja komplettes Chaos. Also das ist halt huiuiui. Aber Regen in Malaysia ist immer Chaos. Nein. Vettel ist jetzt 5000 Meter entfernt. Alter, guck dir das mit diesem Vorsprung von den Drittplatzierten an. 1, 2, 3. Komplett krank.
Das wird kein Treppchen dieses Mal, außer da kommt noch ein Safety Car oder sowas. Aber, ey, das Rennen ist noch jung, ne? Bei dem, was schon hier passiert ist, ey. Wobei das echt interessant ist, wer da der Drittplatzierte ist, weil Vettel ist es nicht, beide Red Bull sind es nicht. Perez ist hinter mir. Wer ist das denn? Ist das Hülkenberg? Man weiß es nicht. Oh, er fährt Kampflinie, du Sack. Ich beschleunige aber besser raus. Das ist meine Kurve. So, jetzt langsam haben wir es ja. Als nächstes Vettel. Brauchen Konstrukteurspunkte. Gegen die Doppelsieg Mercedes. Mal das Getriebe tauschen sollen. Das ist nur noch schon bei 50% mittlerweile. Ist so geil. Aber damit müssen wir jetzt durch. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. 4 Sekunden auf Vettel. Okay, der ist ja auch im Clinch. Kommen wir überhaupt nicht um die Kurve, Mann. Mal ein bisschen mehr mager fahren. Wollte ja eigentlich was sparen für später. Komm richtig nah auf jeden Fall ran an Vettel gerade. Wird komplett von Sainz aufgehalten. Ah, beide Toro Rosso, er ist stark. Aber Vettel jetzt nicht auch den nächsten Toro Rosso wegräumen, ne? Da bist du auch immer in Mann gefahren. Und war es gut mit denen. Und seinen ersten Sieger im Monza eingefahren im Toro Rosso. Das war sick. So, wir kommen weg von Ocon, kommen näher an Vettel ran. Also bislang sieht es gut aus. Aber das ist bestimmt auch ein. Der Drittplatzierte wird wahrscheinlich hier vorne schon sein. Aber das wird Ricciardo sein. Und Vettel, Verstappen, die halt überrundet wurden. Ah, I see, I see. So, wir sind jetzt an Sainz dran. Wir müssen schnell vorbei, damit wir mit Vettel den Aufholexpress hier starten können. Eigentlich ganz schön rausgeschleunigt. Aber nicht keine halsbrecherischen Sachen hier jetzt machen. Ich komme schon noch nah genug ran. An meinen Freund Carlos. So.
Andere Linie, auch gewonnen. Vettel ist schon wieder am nächsten dran. Das ist ein Sauber! Oh! Das ist ja ein Träumchen. Das ist ein Sauber da vorne. Wie hat der das denn geschafft? Kann das ja gar nicht, dann ist das ja vielleicht gar nicht. Vielleicht sind die ja jetzt gerade Erstplatzierte auch in dieser Kurve drin. Dann habe ich ja gar nicht gedacht. Das könnten ja auch wirklich die Überrundeten sein, die so weit Vorsprung haben. Eriksen, nicht mal Wehrlein, oder? Schwache Leistung. Wo ist denn Wehrlein? Aber stark auf jeden Fall Sechster hier gerade aktuell. Ja, das ist schon nicht schlecht. Machen wir es mal hinkriegen. Wetterbericht. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Sieht nicht so aus, als ob er sich bald verzieht. Okay. Werde jetzt versuchen, mit einem Satz hier durchzufahren, denke ich. Hier komme ich aber echt nah dran. Das ist halt auch ein Sauber, ne? Oh, er verbremst sich. Oder er hat Platz gelassen. Oder irgendwas. Er war ja sehr weit außen. Das ist super langsam. Easy game. Oh, oh. Wo das gerade hier dieses OO kam, ja? Also, unwahrscheinlich, wie, ich weiß nicht, wie die, natürlich, wie die Kommentare in der Quali ablaufen, ja? Wo ich da den Wagen verloren habe und da mit allen vier Rädern außerhalb des Dings gegangen bin. Ja, ich weiß. Die Regel habe ich auf regulär stehen, die Abkürzregel, sage ich, nenne ich sie jetzt mal. Die Strenge der Rennleitung, ja? Statt auf, also, sie steht auf regulär statt auf streng. Und dazu stehe ich auch weiterhin. Ich will nicht ja absichtlich abkürzen. Das will ich nicht hier. Das will ich auch nicht in der YouTube-Season. Beim Pushen kann es manchmal zu Fehlern kommen, dass man halt quasi auch mal mit vier Reifen den Dingens verlässt, die Strecke verlässt. Ja, normalerweise wird das bei Strengen dann auf jeden Fall geahndet werden. Aber es kann halt auch langsamer sein. Und wenn ich das sage, dass ich da abgekürzt habe, ja, also dann merke ich das ja auch selber und sage dann sorry oder sonst was. Aber ich mache es nie absichtlich. Weil das ist halt echt mega dumm gewesen, diese Abkürzung. Also ich werde auch in der nächsten Saison dann erstmal streng lassen, gucken, ob das geil ist. Wenn das gut ist, wenn ich damit zufrieden bin, dass quasi das vernünftig geahndet wird, dann ist das geil für mich. Wenn nicht, spiele ich auch wieder auf regulär. Aber das verstehen halt auch die meisten. Aber wenn das nochmal in die Kommentare drunter geht, könnt ihr das gerne, falls ihr das seht, auch so nochmal darunter schreiben, damit der Typ, der meint, ich würde hier die ganze Zeit nur cheaten und abkürzen, dem dürft ihr dann gerne Bescheid sagen, dass ich das ja gar nicht tue und gar nicht will. Aber ihr könnt es natürlich auch nett sagen. Ne? Also immer schön nett bleiben, das wollen wir ja nicht hier sagen, ein bisschen Spaß oder sowas, sondern immer nett bleiben und das dem erklären. Hey, das will der Jay nicht. Die Regel ist in der Regel, dass du... Die Regel ist in der Regel. Mit zwei Reifen noch auf der Strecke sein musst. Bei jedem jedwegen Schikanen und so weiter. Oder wenn du hier nach draußen gehst, hier so. Das war zum Beispiel jetzt regelkonform. Könnte aber schon unter streng jetzt halt abkürzen geahndet werden, was halt komplett Bullshit wäre. Ich wollte euch das nur erklären. So, wir sind Sechster, ja. Gucken wir mal auf die Dingens. Vor uns fahren nur drei Wagen. Fünfter, Vierter, Dritter. Das heißt, wir sind echt schon weit weg. Okay, der Dritte ist aber durchaus möglich. Den ich aber dann Vettel erstmal eigentlich hinterlassen würde, überlassen möchte. Oh,
Außer ich kann ihn irgendwie, weiß nicht, wie viele Sekunden düpieren. Aber im Moment sieht das ja ganz gut aus, was der fährt. Der fährt ja, ich hole immer auf ihn auf, bis er dann vorbei ist gleich. Und dann muss ich wieder aufholen, weil er dann immer wegfährt. Wasser Vierter, ey, auch stark. Und wer Dritter ist. Könnte ein Renault sein. Aber langsam musst du mal dran vorbei, Sebastian. Jetzt komme ich gleich. Oh. Was verschaltet? Okay. Im Wettsinne oder im trockenen Sinne? Ich spare übrigens keinen Sprit mehr. Das wollte ich mir angewöhnen. Scheiße. Aber jetzt kämpfe ich ja auch wieder. Ja, da gibt es tatsächlich schon die blaue Flagge. Unglaublich. Also Safety Car ist das Einzige, was uns noch den Sieg bescheren kann. Mercedes hat einen unglaublichen Speed. Und Massa, da muss man langsam mehr Platz machen für deinen alten Kameraden. Und Vettel und Massa überhaupt jemand? Nee, Vettel und Massa sind nie zusammengefahren. Das war Alonso und Massa. Glaube ich, oder? Bin mir gerade selber nicht mehr sicher. So, Vettel, was ist da jetzt los? Ich fahre dir gleich hinten drauf, Alter. Alter. Ist dran vorbei. Ich bin aber so langsam auf der Geraden wegen diesen ganzen Flügeln, dass ich gar nicht so viel näher daran komme. Noch keine schlechten Motoren, die da vor uns fahren. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 6,1 Sekunden. Also langsam würde ich gerne dran vorbei. Dafür fahre ich halt auch zu viel mager. Jetzt müsste ich mal auf Standard. Oh, oh. Nicht zu spät bremsen. Jetzt muss ich halt an Vettel vorbei. Noch 15 Minuten, bis der Starkregen in leichten Regen umschlägt. Das ist noch einige Zeit. Bin ich jetzt nah dran, Mann. Also Vettel, ich will jetzt langsam gerne vorbei. Du hältst mich echt auf. Komm, Team Order. Massa hat sich verbremst. Boah, da bin ich ja zum Glück gerade noch auf die Bremse gestiegen. Sonst wäre das gewesen. Uiuiui.
komme nicht nah genug ran, als dass ich auf Fett stellen kann. 1,54, Alter. Es kostet so viel Zeit hier gerade. Dass der Vettel da nicht vorbeifahren kann. Ich komme halt auch nicht dran. Nicht gut genug. Anbremsen bin ich gut, im Rausbeschleunigen nicht. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Gut. Fahren wir da gleich den Frontflügel ab, ohne Scheiß. Unglaublich. Das Duell ist... macht Spaß. Aber ist halt echt schwer, ey. Ich komme da nicht ran. Er hält gut gegen, der Vettel. Okay. Wetterbericht. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Okay. Da schon bei 25%, ne? Also. Der Regen hat echt früh angefangen. Das ist definitiv der Fall. Das ist halt wieder der Vettel an Massa dran. Jetzt habe ich dir auf jeden Fall unmissverständlich klar gemacht, dass ich vorbei will. Dass ihr mich aufhaltet. Ich glaube, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Geht in Ordnung. Das glaube ich doch nicht. Kann mir doch keiner erzählen, dass das hier auf Supersoften machbar ist. Oh Gott, backt das jetzt? Ich bleib eine Runde nur draußen. Kann mir keiner erzählen. Weil die sind gerade in der Box. Kann mir keiner erzählen. Wie krass der Dritte mittlerweile weg ist. Ich bleibe erstmal draußen. Sebastian ist in der Boxengasse. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt Wetz. Er hat mir gesagt, ich soll super soft drauf machen. Alter, was ist das für eine Box? Ich bleib da draußen auf Intermediates. Reifenstatus. Wetterbericht. Der Regenguss wird noch 10 Minuten dauern. Wir gehen davon aus, dass das Wetter dann in leichten Regen umschlägt. Ja, dann bleiben wir in den, mit den Intermediates draußen. Tryen wir das mal. Oh, Unfall. Fahrer vor mir.
Also, das wird super soft, das kam mir ein bisschen spanisch vor. Ha, eigentlich ist es ja italienisch, ne? Das wird auf jeden Fall nicht mehr so geil von der Steuerung her. Aber es sind nur 10 Minuten. Fahrer hinter mir. Das geht noch voll klar. Oh Gott, Bottas ist an die Box. Fahrer vor mir. Was ist der jetzt? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 46,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Regenreifen. 46 Sekunden. Hey, ich bin gerade Zweiter. Wo ist Bottas hin? Hey, das ist auch ein guter Tipp. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alles klar. Ich will nicht auf Wets wechseln. Wetterbericht. Der Regen lässt in etwa 5 Minuten nach. Ja, am Arsch. Dann werde ich den Teufel tun. Fahrer hinter mir. Fünfzig, 28 Sekunden nur noch. Okay, es war mal 46. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 11,1 Sekunden. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 28,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen Regenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten. 12,2. Okay, also das ist hier alles buggy. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Okay. Willst du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Bestätige. Ich bleib auf den Intermediates draußen. Wenn der 2 Minuten fährt. Jetzt fährt Hamilton aber schneller. Und Bottas auch. Was aber vollkommen okay ist. Da habe ich auch einen Boxenstopp gespart. Der Meinung bin, dass ich Wets nicht brauche. Spannendes Rennen, ey. Okay, also es scheint doch nichts mehr buggy zu sein. Da bin ich ja schon mal glücklich drüber. Weil das wäre jetzt halt echt doof. Wenn das irgendwie wieder buggen würde. Also es hat gebuggt. Fahrer hinter mir. Das ist er, unser Gegner. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,8.
Ah, ich werde gleich schon wieder besser. Ja. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Schmetzwetz, sag ich dazu. Aktuelle behalten. Ist angekommen, bestätige. Gelbe Flagge. Ist aber kein Dingens. Hamilton. Und der wäre zu weit weg. Sieben Sekunden. Also, aber das holt auf. Aktuell zumindest. Und dann hoffe ich, dass wir dann da was reißen können. Wo ist denn unser Teamkollege? Das sehe ich gar nicht. 32 Sekunden mittlerweile. Ätzend. Aber wir sparen schön Sprit. Wir eh nicht schneller fahren können. Okay, muss irgendwo wer langsames sein. Oh Gott, der ist genau in der Kurve jetzt. Grüne Flagge. Wer ist es? Sieht aus wie ein Red Bull. Verstappen. Ja, für den lief es aber auch gar nicht. Das ist auch lustig, dass der es immer hier sagt. Aktuelle behalten. Okay, geht in Ordnung. Jeff sollte einfach mal die Schnauze halten. Wow. Krasser Quersteher. Also ja, die Reifen werden halt immer schlechter. Ja, irgendwann muss ja dieser Regen auch mal aufhören. Reifenstatus. Ja, aber wir haben gleich gutes Wetter. Und so schlimm ist es halt auch nicht vom Regen her. Wetterbericht. Der Regen sollte bald weniger werden. Wir sehen leichten Regen in etwa 2 Minuten. Okay, eine Runde noch. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,8 Sekunden. 18 Sekunden nur noch zu Vettel. Jetzt bin ich am Arsch. Daran habe ich natürlich nicht mehr gedacht. Ich bin jetzt Safety Car Erster. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Überhol Hamilton. Boxenstopp. Verstanden, geht in Ordnung. So, jetzt wird's schon wieder besser, ne? Jetzt bleibe ich auch draußen. Aber noch. Ah, ich kann mir frische Intermediates holen, ne? Ich bin der, der jetzt Geschwindigkeit angibt. Vorgibt. Kann ich natürlich richtig punkten jetzt, wenn die alle auf Wett sind. Deshalb kannst du ja noch ein bisschen, wird's noch ein bisschen rechnen. Ja, ich gehe in die Box. Ich glaube, da könnte Sinn ergeben.
Okay. Das ist ein heißes Rennen. Wenn Hamilton raus ist, ist das jetzt wieder durchaus alles hier drin. Fertig, los jetzt. So, dann gehen wir mal wieder aufholen. Gut, die werden, Vettel wird vorbeikommen. Ist aber okay. Die gehen jetzt schon wieder an die Box. Da haben wir 2-3 Plätze eingeboost, aber dafür frische neue Intermediates. Ich glaube, das ist es wert. Weil wir wären wahrscheinlich sonst durchgereicht worden. Und ich hätte nachher noch einen Fehler gemacht oder sonst irgendwas. Deswegen, ich bin ganz zufrieden. Das ist echt ein krasses Rennen. Holy moly. Ich glaube, das ist bislang eigentlich so von dem, was passiert ist, das krasseste. Leck mich am Arsch, ey. Regen ist immer was Geiles in der Formel 1. So, jetzt aber habe ich ja Zeit, das hier umzustellen, bevor ihr gleich irgendwie ich dann drauf fahre auf irgendwen. So. Okay. Da vorne sind sie. Gucken, wie lange jetzt das Safety Car drin ist, draußen ist. Ich müsste jetzt ja schneller sein. Reifenstatus. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Wetterbericht. Das Radar zeigt wolkenlosen Himmel auf dem Weg hierher. Okay. Jetzt habe ich auch richtig schön Sprit angespart. Das ist ganz geil. Ja, und wie es ausgeht hier, Das seht ihr morgen. Chaos pur auf jeden Fall. Aber jetzt wird's trocken. Bis dann, ciao.